Und sparen Sie wie unsere Schweizer Nachbarn auch ganz gerne Geld, liebe Zuschauer? Tja, blöde Frage, wenn Sie jetzt denken, wer spart nicht gerne? Dann sollten Sie jetzt dranbleiben, denn in unserem Service zeigen wir Ihnen heute nicht nur, welche Geräte in Ihrem Haushalt die größten Strom- und Geldfresser sind, sondern auch, wie Sie künftig mehr Energie und damit auch ein bisschen Geld sparen können. Er läuft und läuft und läuft. Jede Umdrehung beim Stromzähler kostet Geld, gerade bei Energiefressern. Familie Moskaus Stromrechnung ist hoch, 1057 Euro für ein Jahr. Tipps, wie man die Stromrechnung senken kann, gibt es viele. Doch wie viel kann man tatsächlich einsparen? Wir probieren es aus, gemeinsam mit Familie Moskau und Energieberater Volker König. Vor allem Geräte, die Wärme produzieren und viel im Einsatz sind, wie beispielsweise Waschmaschinen, verbrauchen viel Strom. Wie waschen Sie denn üblicherweise? Bei welcher Temperatur? Kommt halt auf die Wäsche an. Also Bettwäsche oder Handtücher, die wasche ich meistens bei 60 Grad. Dunklere Wäsche, Jeans oder Pullover, die wasche ich bei 40 Grad oder auch 30 Grad. Je nachdem, es kommt auf die Wäsche an. Sie können heute in der Regel alles mit 30 Grad waschen. Doch wie viel genau könnte man pro Waschgang sparen? Unser Energiekostenmessgerät misst die anfallenden Stromkosten. Zuerst soll die Maschine bei 60 Grad laufen, dann bei 30 Grad. Nach einer Stunde steht das Ergebnis fest. 18 Cent für den 60-Grad-Waschgang. Das ist aber ganz schön viel. Ja, dann können wir jetzt ja mal vergleichen, was das Ganze bei 30 Grad kostet. Gut. Das Ergebnis des Waschvorgangs bei 30 Grad. Hier fallen 11 Cent an Kosten an. Das sind knapp 7 Cent weniger. Auf ein Jahr gerechnet macht das bei 3 Wäscheladungen die Woche eine Ersparnis von knapp 11 Euro. Die Rechnung schrumpft auf 1046 Euro. Die Beleuchtung in einem Haushalt macht zwar nur einen kleinen Teil des Energieverbrauchs aus, doch auch hier kann man sparen. Neben der klassischen Energiesparlampe gibt es noch LED-Leuchten, die ebenfalls den Geldbeutel schonen sollen. Generell würde ich heute raten, wenn Sie eine neue Leuchte kaufen, kaufen Sie eine LED-Leuchte, keine Energiesparleuchte mehr. Sie haben zum einen die Auswahl bei der Farbe, beim Farbton, und zum anderen bringt die LED-Leuchte natürlich nochmal den Vorteil mit sich, dass sie weniger Energie verbraucht als die herkömmliche Energiesparleuchte. Im Moment verbraucht diese Lampe mit 3 Energiesparleuchten etwa 21 Watt. Das ergibt bei einer durchschnittlichen Laufzeit von 5 Stunden am Tag rund 10,60 Euro für das ganze Jahr. Wenn wir jetzt auf LED-Leuchten umsteigen wollten, bräuchten wir, um die gleiche Helligkeit zu erreichen, LED-Leuchten mit 2,5 Watt, das dreimal. Das wären also 7,5 Watt. Dann hätten wir Kosten im Jahr von 3,70 Euro, also eine Ersparnis von knapp 7 Euro. Bei durchschnittlich 6 Lampen sind das 42 Euro. Die Rechnung verringert sich auf 1004 Euro. Ganz oben auf der Liste der Stromfresser stehen immer noch Kühl- und Gefriergeräte. Schließlich laufen sie rund um die Uhr. Dennoch gibt es vielleicht etwas Einsparpotenzial. Der Kühlschrank ist jetzt auf 2 Grad eingestellt. Das ist etwas kühl. Der sollte optimalerweise auf 7 Grad eingestellt sein. Jeweils 24 Stunden lang wird unser Messgerät die Stromkosten des Kühlschranks messen. Einmal bei 2 Grad, ein weiteres Mal bei 7 Grad. Das Ergebnis zeigt, das Gerät verbraucht bei 7 Grad 10 Cent weniger. Auf ein Jahr gerechnet wären das knapp 36 Euro, die man sparen kann. Bleibt eine Summe von 968 Euro. Hier, der Kühlschrank ist relativ leer. Da wäre es sinnvoll, durchaus noch ein paar Flaschen Wasser dazuzulegen und zu kühlen. Warum? Weil dann eben weniger Luftvolumen da ist und durch die kühlen Gegenstände, wenn jetzt warme Luft in den Kühlschrank strömt, wird die zunächst mal von den eingelagerten Gegenständen dann wieder gekühlt und muss nicht von außen durch den Kühlschrank gekühlt werden. Den Stecker ziehen bei Fernseher, Stereoanlage, Computer und Co. Auch ein Energietipp, den es zu prüfen gilt. Volker König zeigt, was allein diese Spielekonsole und der Receiver im Standby-Modus verbrauchen, nämlich 8 Euro im Jahr. Der Drucker rund 22 Euro und der Laptop 12 Euro. Zieht man bei allen Geräten eines durchschnittlichen Haushaltes den Stecker, kann man bis zu 100 Euro sparen. Es gibt Geräte, die durchaus einen hohen Standby-Verbrauch haben. Das sind natürlich alte Geräte. Schlimmstes Beispiel wäre zum Beispiel ein Röhrenfernseher.
Je moderner das Gerät ist, umso geringer wird der Energieverbrauch im Standby. Das heißt, das kann beim modernen, kleineren Fernsehgerät quasi gegen Null gehen. Das Fazit, ein bisschen was kann man schon sparen. Bei Familie Moskau könnten diese Energiespartipps den Geldbeutel um rund 190 Euro entlasten.